Ihr seht jetzt hier meinen Sonos One stehen und daneben liegt mein Handy, auf der ich jetzt mal den Play Store geöffnet habe. Und wir wollen jetzt mal uns die Ersteinrichtung von meinem Sonos One anschauen. Eine Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist, dass euer Smartphone bereits im WLAN eingebucht ist und im gleichen Netzwerk wollen wir dann ja auch den Sonos One einfügen. Also wenn ihr jetzt nur mobile Daten gerade seht auf eurem Handy, wird das Ganze nicht funktionieren, dann müsst ihr in den Bereich eures WLANs gehen und auch der Sonos One muss natürlich Empfang haben. Als ersten Schritt stecken wir einmal den Sonos One in die Steckdose und schauen mal, wie er reagiert. So, er fängt jetzt zu blinken an. Und während er so schön blinkt, gehen wir mal aufs Handy. Ihr habt ja auf der rechten Seite die App-Ansicht. Ich bin jetzt hier im Play Store und ja, kann hier einfach mal auf Installieren klicken. Die App heißt einfach Sonos. So, meine Sonos-App ist installiert. Ich klicke mal auf Öffnen. So, jetzt können wir hier so durchwischen oder einfach überspringen. Zu den Nutzungsbedingungen müssen wir uns einmal anzeigen lassen und entsprechend auch akzeptieren. Ja, ich kann sie jetzt lesen oder auch nicht. Ich gehe mal auf Zurück. Und jetzt habe ich den Akzeptieren-Button. Und ich sage jetzt neues System einrichten, weil das Ding ist neu. Ja, und meine Handy-App ist ja quasi auch in einem Zustand, wo noch nichts weiter bekannt ist. Deshalb nehme ich mal neues System einrichten. Den Standortzugriff müssen wir jetzt erlauben, auch wenn das nicht zwingend heißt, dass die App jetzt Standortdaten abgreift. Das hat mit der WLAN-Funktionalität zu tun. Ich gehe mal hier auf Fortfahren. Jetzt werden wir gefragt und wir können jetzt hier zumindest mal wählen, Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen. Es geht jetzt hier einfach darum, dass er WLANs in der Umgebung erkennt und da ja der Sonos auch ein WLAN ausstrahlt, muss man das einmal zulassen. Hier kann ich jetzt ein Konto erstellen oder mit einem bestehenden mich halt anmelden. In meinem Fall habe ich schon eins, da klicke ich einmal auf Anmelden. So, ich bin jetzt angemeldet, ja, so ihr wahrscheinlich jetzt auch. Ihr habt euch jetzt entweder registriert oder habt euch mit einem bestehenden Konto angemeldet und jetzt kommt hier die Meldung, richte dein Sonos-Produkt ein. Wir klicken einmal auf Fortfahren und jetzt geht das Ganze los. Wir haben hier keinen Sonos Boost, wir haben hier einen Sonos One, deshalb einfach hier Produkt einrichten und ja, Strom angeschlossen haben wir ja schon. Gehen wir mal auf Weiter und jetzt ja, sucht mein Handy in der Umgebung nach dem Sonos One. Er hat jetzt ein neues Produkt in der Nähe gefunden. Ein neues Produkt heißt ein Produkt, das in dem Werkszustand ist. Und wenn ihr euer Produkt in den Werkszustand erst noch setzen müsst, dann schaut mal in der Infokarte, da habe ich ein extra Video zu gemacht. So, ich kann jetzt einfach sagen, mein Produkt einrichten oder dieses Produkt einrichten und dann versucht eine Verbindung herzustellen. So, jetzt muss ich den Sonos mit meinem WLAN einrichten. Da klicke ich auch mal auf Fortfahren. Und jetzt zeigt er mir alle WLANs in der Umgebung, die er so findet. Und das, was jetzt hier markiert ist, ist auch das, mit dem ich gerade verbunden bin. Und ich kann jetzt hier einfach sagen, dieses Netzwerk verwenden. Und jetzt muss ich das Passwort eingeben vom WLAN. Passwort habe ich jetzt einmal eingegeben und ich klicke wieder auf Fortfahren. Jetzt überträgt er die Zugangsdaten für das WLAN, also sowohl die SSID als auch das Passwort, auf den Sonos One, sodass der sich selbstständig jetzt mit dem WLAN verbinden kann. Mein Handy verbindet sich jetzt auch wieder zurück zum normalen WLAN, war jetzt vorhin mit dem Sonos One wahrscheinlich verbunden, damit die Daten einmal übertragen werden können. So, das Ganze scheint jetzt geklappt zu haben und jetzt steht hier, drücke die Taste auf deinem Sonos, drücke die Taste und lasse sie wieder los, wie unten angezeigt, achte auf den Ton. Ja, machen wir das doch mal wie unten angezeigt, naja, einfach mal drücken, oder? Es kommt ein Ton und er sagt, Verbindung wird hergestellt. So, jetzt fordert er mich zur Einrichtung auf, ich kann jetzt hier oben auf Weitergehen und jetzt kann ich das irgendwie benennen, nehmen wir mal Schlafzimmer, hat er sowas? Schlafzimmer. Fortfahren. Jetzt fügen wir kein weiteres Produkt hinzu. Jetzt können wir noch einen Sprachassistent hinzufügen. Da ja das Sonos One leider nicht über Schnellzugriffstasten verfügt, ja, habe ich halt bei mir Alexa hinzugefügt. Das können wir gleich noch machen. Einen Musikdienst möchte ich jetzt erstmal nicht hinzufügen. Wir gehen mal auf Fertig und hier klicken wir mal auf Sprachdienst hinzufügen und ich wähle jetzt hier Amazon Alexa. So, Sonos hinzufügen. Ich habe ja nur einen, also wählen wir den aus und sagen, hier möchte ich jetzt Alexa hinzufügen. Dazu muss ich mich jetzt bei Amazon anmelden. Auf meinem Handy muss jetzt dazu die Alexa-App installiert sein. Und ja, ist auch schon der Fall gewesen. Hallo. Von daher fängt die Dame gleich mit mir an zu sprechen. Ich gehe hier wieder also auf Fortfahren, hier nochmal auf Fortfahren und lasse hier den Ton eingeschaltet, damit ich auch
akustisch hören kann, wenn sie denkt, dass ich mit ihr rede. Ich kann auch einen Standardmusikdienst für Alexa festlegen. Dazu müsste ich jetzt aber zur Alexa-App wechseln. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Das weiß ich leider nicht. Ja, du weißt so einiges nicht. Du bist jetzt still. Naja, also den Musikdienst kann ich ganz einfach verbinden. Der schlägt mir hier schon welche vor. Ich nehme jetzt einfach mal TuneIn, beziehungsweise hier Standarddienst, muss ich hier unten ja einstellen. Ja, steht auf Amazon Music, bietet mir nichts anderes an, dann lassen wir das mal. Zurück in der Sonos-App kann ich hier unten klicken, ich habe meine Musik in Alexa eingerichtet. Ja, und jetzt können wir mit Alexa reden, alles gut. Was ich jetzt echt ehrlich gesagt schräg finde, ich hatte auf dem Sonos-Konto, das ich jetzt hier benutzt habe, eigentlich schon ein paar Sachen eingerichtet, die vergisst er scheinbar wieder. Dann ist mir nicht so ganz klar, warum ich dann ein Sonos-Konto brauche, wenn dem eh egal ist, was ich damit vorher gemacht habe. In der Standardansicht hier kann ich jetzt einfach auf diesem Mobilgerät meine Musik hören. Dazu muss ich dem die Berechtigung erteilen, auf meine Daten zuzugreifen. Das kann ich jetzt hier mit Zulassen bestätigen. Dann fängt er an, halt die Inhalte meines Gerätes zu indizieren. Ja, und jetzt kann man im Grunde loslegen. Wichtig ist jetzt am Anfang einfach hier Dienste hinzuzufügen. Dazu gehe ich mal auf das Rädchen hier unten und jetzt gehen wir mal hier raus. Dann habe ich hier Einstellungen und hier gibt es den Punkt Dienste und Sprachsteuerung. Alexa haben wir ja gerade hinzugefügt. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier weitere Dienste hinzufügen. Wie gesagt, komisch, dass es sich die nicht merkt. Scheinbar sind die nicht mit dem Konto verknüpft, was man da einmal eingerichtet hatte. Hier gibt es zum Beispiel Pocket Casts. Das kann ich hier einmal hinzufügen. Klicken wir hier Connect to Pocket Casts. Auch hier habe ich einfach die App schon vorinstalliert. Deshalb kann ich hier mit dem Button Connect einfach das Ganze verbinden. Hier kann ich einen Namen für das Konto eingeben. Ja, muss man nur anders benennen, wenn man mehrere haben will. Sonst gibt es da eh nicht viel zu tun. So, und jetzt kann ich schon hier meine Podcasts hören. Ja, eine coole Funktion. Jetzt werde ich euch nicht zeigen, wie man die einrichtet. Da mache ich ein extra Video zu. Wenn ihr einen Medienserver habt, der eine CIFS oder Samba-Freigabe hat, dann könnt ihr den hier auch hinzufügen. Hier unter Einstellungen Musikbibliothek. Ja. Und unter Musikbibliothek einrichten dann. Hier kann ich dann eine Freigabe hinzufügen. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Ja, jetzt könnt ihr im Grunde den Sonos nutzen, könnt mit Alexa sprechen und eure ganzen Dienste einmal verbinden. Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben.